Jones. Mein Ventilator für heiße Sommernächte. Hä? Wolfgang, oder? Leute, es gibt Neuigkeiten. Ja. Es ist zwar Hochsommer, aber ich kann Ihnen jetzt schon sagen, der Winter kann kommen. Das Leben hat endlich wieder Sinn, denn ein absolutes Highlight, es kehrt zurück. Trommelwirbel. Die Wok-WM ist wieder da. Yes! Endlich, meine Damen und Herren, endlich. Endlich kommt zusammen, was zusammengehört. Endlich wird der Wok wieder nur einem Zweck dienen, und zwar dem, zu dem die alten Chinesen ihn niemals erfunden haben. Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Die Legende kehrt zurück. Kein Wintersport für Schlappschwänze. Der Höllenritt im Eiskanal. Wer behält die Kontrolle? Und wer schmiert ab? Der Wettkampf der Nationen. Wer gewinnt für sein Land? Der Kampf um Medaillen. Die Wok-Weltmeisterschaft 2022 am 12. November in Winterberg. Mama, fährst du mit? Fährst du mit? Ich an Ihrer Stelle würde es auf jeden Fall gucken. Leider kann ich es nicht gucken. Ich kann es nicht sehen. Ja, weil ich mitfahre. Ja, natürlich fahre ich mit. Ich werde noch 20, 30 Kilo zunehmen, damit ich schön schnell bin. Ich muss auch noch ein bisschen üben. Ich muss auch noch ein bisschen üben, das gebe ich ja zu. Aber ich bin mit am Start. Am 12. November live aus Winterberg. Wir nennen es auch gerne Onkel Puffy on Ice. Ja? Vorausgesetzt natürlich, wir haben im November noch sowas wie Eis. Gerade auch im Sauerland.